Nidlfeld summt und das jetzt auch im Stadtpark mit der neuen Schauimkerei. Die feierliche Eröffnung der Schauimkerei war ein voller Erfolg, wie das gesamte Projekt von Anfang an. Ja, wir sind auf das ganze Projekt Nidlfeld summt besonders stolz, was aus einer Bevölkerungsbefragung hervorgegangen ist, dass wir das machen sollen. Jetzt haben wir den Stadtimker gemacht, heute die Schauimkerei mit einem Bienenlehrpfad, Bienen im Stadtpark. Heute sind viele Kinder da, schauen Sie das an. Ist eine tolle Geschichte, glaube ich, und es ist wichtig, dass man die Kinder auch informiert. Wir wollen ein bisschen das Thema Umweltschutz mit den Bienen, Klimaschutz mit den Bienen transportieren und das gelingt ganz gut, glaube ich. Groß und klein können im Stadtpark alles über die Bienen erfahren, beim neuen Bienenlehrpfad oder den ganz besonderen Schaufenstern. Bei der Eröffnung wurde gehoppert, mit Bienenprodukten gearbeitet und natürlich durfte die Schauimkerei nicht fehlen. Also in der Schauimkerei kann man vom live Honig schleudern vor die Bienenvölker, die kann man live beobachten und das ganze Equipment, was wir Imker haben, kann probiert werden und für jedermann kann das besichtigen. Ja, ich glaube, das war ein voller Erfolg mit den Bienen und man sieht auch hinter mir, dass das Thema mit den Bienen generell hoch angesehen ist in der Gesellschaft und ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Was weißt denn du über Bienen? Ich weiß, dass sie nicht nur Honig machen, auch Obst machen sie auch. Genau. Und dann kann man den Honig essen. Super. Könnt ihr noch was essen? Ich mag's mit Brot. Und ich mag's einfach so. Hast du Honig gekostet? Ja. War er gut? Dreimal habe ich. Dreimal hast du gekostet? War er so gut? Weißt du jetzt, wie man den Honig herstellt? Ja. Mit so einer Maschine. Ich habe vergessen, das andere. Isst du gerne Honig? Nein. Nur mit Brot. Honig mit Brot aber. Was war von den Bienen am besten? Der Honig. Mögt ihr Honig? Ja. Wie isst du denn am liebsten? Einfach nur Honig und fertig. Bei der Eröffnung, dem Stadtimker Philipp Opresnik und seinen fleißigen Bienen über die Schulter blicken, beim Schauschleudern selbst mitarbeiten oder den süßen Honig kosten und alle Details aus dem Bienen- und Imkerleben erfahren. Und ab jetzt kann man jederzeit in den Stadtpark kommen, wo Nidlfeld summt.